Wir sind heute Morgen in Habichtswald-Ehlen bei Kassel bei Metzger Martin und Martin Theisinger wird uns heute seinen Betrieb vorführen und uns in ganz tolle Produkte einweisen. Was bedeutet für Sie denn Bio? Was für mich Bio bedeutet? Für mich bedeutet Bio in erster Linie, dass ich weiß, wo meine Tiere herkommen und dass ich weiß, wie die Tiere aufgewachsen sind, ohne Gentechnik. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, artgerechte Haltungsform. Und dass man einfach eine Transparenz hat und nicht sagt, so, das ist Bio. Und natürlich, wir kriegen Bio überall her, aber ich kann wenigstens noch sagen, meine Schweine kommen vom Cornelius. Der Cornelius ist ein sehr, sehr junger Mann, der gerade mit seinen Schweinen angefangen hat. Das tut mir dann auch wiederum gut, sowas zu unterstützen. Ohne Gentechnik, also dass die Tiere nicht mit gentechnisch veränderten Pflanzen gefüttert wurden. Genau, weil das ist für mich zum Beispiel ein No-Go. Das geht gar nicht. Genau, was für ein Produkt erzeugen Sie jetzt denn hier? Das ist ein Schweinerücken von einem Landwirt, für den wir das Tier jetzt quasi zerlegt haben und Grillfleisch für ihn privat herstellen. Eine sogenannte Hausschlachtung bei uns im Betrieb. Und die Hausschlachtung bedeutet nochmal genau was? Die Hausschlachtung bei uns bedeutet, dass wir im Lohn für Landwirte aus der Region, Direktvermarkter, Tiere zerlegen, verpacken, etikettieren, sodass die Landwirte das selber vermarkten können. Das ist quasi eine kleine Marktlücke, weil wir haben immer mehr Landwirte, die Fleisch vermarkten möchten, aber keine Metzger mehr, die es dafür tun. Hat Ihr Kunde sozusagen selbst das Schwein gehalten? Der Kunde hat das Schwein selbst gehalten. Meine Arbeit ist für mich zufriedenstellend und ich fühle mich so ein bisschen als Netzwerker für die Region und das ist für mich eine ganz, ganz große Aufgabe, dass wir Tiere aus der Region hier schlachten, hier verarbeiten und hier vermarkten, weil der Markt dafür ist da, man muss es halt nur in Angriff nehmen. Sind also schon angerichtet? Die Gewürze sind angerichtet, genau. Salz, was ist da alles drin? Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskat, ein bisschen Kümmel und noch ein paar Sachen, die ich nicht verraten möchte. Weil das ist immer das Metzgersgeheimnis. Das kommt gut an. Das kommt auch immer gut an, ja. So ist. Was ist da jetzt genau drin? Also das ist jetzt Schweinefleisch. Das ist ein bisschen mageres von der Schweineschulter und was ein bisschen durchwachsen ist vom Schweinebauch, damit die Bratwurst auch nachher nicht so trocken wird auf dem Grill. Hat die Bio-Einstellung für Sie auch eine besondere Bedeutung? Erst seit ich hier arbeite. War vorher nicht, kannte ich nicht. Das ist ein Lamm, das wird jetzt erst grob zerlegt und dann machen wir Spezialzuschnitte wie Lammkarree und wir zerlegen es jetzt einfach mal. Okay, bin ich gespannt. Was ist das jetzt für ein Teil, das Sie da abschneiden? Das ist die Schulter. Was ist das Besondere an der Schulter, an der Lammschulter? Ja, viele machen es einfach nur ins Verarbeitungsfleisch. Wir machen sie als Braten oder als Spieße, aber auch sehr gut zum Grillen. Direkt aus der Region, teilweise von unserem Chef selber, weil er auch Lämmer hat. Sehr gut, ist sehr beliebt, wird auch immer mehr. Wir haben hier eine Luftfeuchtigkeit von ca. 70% und bei einer Raumtemperatur im Schnitt von 1 Grad. Hier lagern wir das Rindfleisch zum Beispiel bis zu 12 Wochen trockengereiftes Rindfleisch, zum Teil in Schmalz getaucht oder Talg getaucht. Das sägen wir alles ab, machen das so wie die Amis. Dann haben wir hier Rhönschaf trockengereift. Rhönschaffleisch ist für mich eine Spezialität, weil es ist ein sehr schön marmoriertes Fleisch und wir können ja nur marmoriertes Fleisch reifen lassen. Dann haben wir hier oben Schweinekoteletts, wie gewachsen, zum Beispiel hier vom Stefan Itter. Das reifen wir hier vor, schneiden das in Scheiben als Kotelett für den Wochenmarkt oder für das Weißenstein in Kassel. Das sind unsere luftgetrockneten Aalenwürste, die wir in verschiedenen, oder Salamis, die wir in verschiedenen Geschmacksrichtungen machen. Alles so ein bisschen italienisch angehaucht und natürlich die Aale-Wurst, die wir hier natürlich sehr gut vermarkten, die wir von so schweren Schweinen wie den
Schweinen von dem Stefan Itter zum Beispiel produzieren, mit einer schönen roten Farbe. Es ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Die sehen ganz unterschiedlich aus. Hier ist genau. Ein bisschen Schimmel dran. Das ist ein Edelschimmel. Das ist, ja. ist ein Edelschimmel und das ist eine Art Milano. Dahinter habe ich eine Fenchelsalami. Hier haben wir die Wildschweinstracke Milano. Auch so eine italienische Salami, Dauerwurst. Das hier ist unser Knochenschinken vom Mangalitzer Wollschwein. Da habe ich einen Erzeuger, der liefert uns einmal im Jahr Mangalitzer Wollschweine. So sieht der Knochenschinken aus, wenn wir ihn ausgelöst haben, vakuumiert. Der ist zweijährig. Wir lassen unsere Produkte sehr lang reifen und es hat alles so ein bisschen italienischen Touch. Mir halt aufgefallen, da wo wir uns niedergelassen haben, dass es halt sehr viele Streuobstwiesen gibt und Neuanpflanzungen, die halt keiner hegt und pflegt. Und dann habe ich angefangen 2012 mit 6 Schafen am 6.5., einen Tag vor dem Geburtstag oder Geburtstag meines Sohnes, also wo er geboren wurde. Und das waren 5 Schafe. Jetzt, 6 Jahre später, sind wir bei 300 inklusive Nachzucht. Wie schaut es aus mit der Preisvorstellung? Wie gestalten sich Ihre Preise? Können Sie mir das erläutern? Die Preisvorstellung, also ich würde sagen, wir sind in Bio im mittleren Preissegment. Also wir sind nicht zu teuer und auch nicht zu günstig. Es ist natürlich so, dass wir, wenn der Kunde Biofleisch kauft, es ist einfach ein hochwertiges Produkt, was man nicht so auf den Grill werfen kann und da einfach 10 Würste hintereinander isst. Man muss es schon bewusst genießen. Ja, dann herzlichen Dank für das nette Gespräch und die vielen Infos, die ich dadurch bekommen habe. Gerne.